Heute schauen wir hinter die Kulissen der Kinderkirche. Ein Gast beantwortet die wichtigsten Fragen. Wir basteln Kerzen und backen Wunschbrötchen. Mit dabei sind die Kinder Jakob, Hanna und Lilly. Hallo ihr drei, hallo ihr Lieben zu Hause. Herzlich willkommen zu einer neuen Kindersendung von Hallo Benjamin zum Thema Kinderkirche. Wart ihr denn da schon mal in der Kinderkirche? Also ich war schon. Was ist das denn? Also das ist eine Kirche für Kinder. Aha. Kannst du noch was Genaueres dazu sagen? Da macht man halt Spiele und bastelt was und hört Geschichten und singt. Und ihr habt mir auch was mitgebracht, ne? Lilly, was hast du mitgebracht? Den Baum und den Stern und den Zettel da. Den Zettel, da habt ihr schöne Sachen draufgeschrieben in der Kinderkirche mal. Ja. Und was ist das hier? Also das haben wir mal, wir waren von der Kinderkirche aus mal auf dem Bauernhof und da haben wir das gefilzt. Aha, was ist denn so toll an der Kinderkirche? Gehst du gerne hin? Ja. Und am liebsten hast du? Die Spiele. Auch die Spiele. Okay, also wir werden heute noch ganz viel darüber erfahren, was in der Kinderkirche so passiert so genau. Und Benjamin, vielleicht kannst du uns da ja schon mal ein bisschen mehr aufklären. Kinderkirche kann ganz unterschiedlich sein. Man meint damit einen extra für Kinder gemachten Gottesdienst. Der findet während oder nach dem Gottesdienst der Erwachsenen statt. Gemeinsames Singen und Beten gibt es dort, aber auch Geschichten aus der Bibel, die uns die Grundlagen des christlichen Glaubens beibringen. So hat das unser Pfarrer gesagt. Und der weiß fast alles. In unserer Kinderkirche werden die Geschichten mit Bildern, Farben, Symbolen oder Puppen so erzählt, dass wir Kinder uns alles gut vorstellen können. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Studiogast. Das ist die Elisabeth Andersen. Wir dürfen sie Elli nennen. Hallo Elli, schön, dass du da bist. Du machst schon ganz lange Kinderkirche, richtig? Ja, das ist richtig. Das mache ich seit 30 Jahren und mache es immer noch gerne. Habt ihr irgendwelche Fragen an Elli jetzt erstmal? Fällt euch was ein? Mir fällt ein, was ist der Unterschied zu der Erwachsenenkirche? Und zur Kinderkirche, meinst du? Ja, in der Erwachsenenkirche gehen die Erwachsenen, in die Kinderkirche gehen die Kinder, weil die Kinder einfach ganz anders feiern wollen und Gottesdienst haben wollen. Die wollen nicht ewig sitzen und zuhören, sondern die wollen selber was machen. Die wollen selber spielen, selber entdecken, puzzeln und vor allem Geschichten hören. Also ich bin überzeugt, wenn Geschichten gut erzählt sind, machen die Kindern Spaß. Anna, hast du eine Frage? Für welches Alter ist die Kinderkirche? Also bei uns in Möglingen ist es so, ab 4 dürfen die kommen und sogar noch die Konfirmanden kommen ab und zu mit 14 vorbei. Die dürfen also die Hälfte ihrer Gottesdienste bei uns in der Kinderkirche feiern und die andere Hälfte im Erwachsenengottesdienst. Findet die parallel statt meistens? Nein, bei uns nicht, ist im Anschluss. Verstehe. Wie geht's denn los? Wie fangen Sie an in der Kinderkirche? Also normalerweise ist das natürlich schon gerichtet, bis die Kinder kommen. Wir haben hier eine Decke, die Kinder mal selber gestaltet haben. Ist auch unsere Kirche drauf. Wir haben eine sehr alte Kirche, die ist schön. 700 Jahre alt. Und dann haben die Kinder irgendwann auch mal eine Kinderkirchkerze gemacht mit dem Kreuz, aber auch mit dem Fußball. Und dann kommt das Kreuz auf den Tisch. Und die Kinder, die sind ja meistens nicht leise, ist ja klar, die rennen dann noch rum und irgendwann geht es ja los. Und da haben wir ein Zeichen. Möchtest du mal anschlagen? Einfach. Eine Klangschale ist das. Genau. Und es setzt sich fort, dieser Klang, und das merken die Kinder und dann werden sie ruhig. Und dann begrüße ich die Kinder, dann geht's los. Dann geht's los. Und wie das genau aussieht bei Elli in der Kinderkirche, das zeigen wir euch jetzt im Beitrag. Sonntagmorgen 11:15 in Möglingen. Nachdem die erwachsenen Kirchenbesucher die Kirche verlassen haben, besetzen die Kinder den Chorraum der Pankratiuskirche. Hier treffen wir auf Elisabeth Andersen, von den Kindern Elli genannt. Sie beginnt mit einem gewohnten Ritual. Liebe Kinder, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute am Sonntag. Freue mich, dass so viele gekommen sind. In der Kinderkirche treffen sich Kinder zwischen 5 und 15 Jahren. Es wird gebetet, gesungen und miteinander gefeiert. Gott lieb,
Die älteren Jugendlichen, aus dem Kinderkirchenalter bereits herausgewachsen, werden zu Mitarbeitern und tragen heute ein Rollenspiel über Jesus vor. Er ist dauernd unterwegs und so viele Leute wollen was von ihm. Hat er sich schon mal überlegt, wie gefährlich er lebt? Große Menschenmengen können die Römer gar nicht gebrauchen. Wer weiß, ob nicht demnächst Jesus Schwierigkeiten mit den Römern bekommt. Die sind nicht zimperlich. Das Besondere ist, dass man den Glauben an Kinder weitergeben kann. Und die Spaß mit haben und den Glauben anders erlebt, wie nur in dem Gottesdienst beim Pfarrer. Im Gemeindehaus der Pankratiuskirche so gegen 11:30. Hier treffen sich die Kinder je nach Alter in unterschiedlichen Gruppen, machen zum Abschluss Ratespiele oder malen. Ich habe sehr viel Spaß und der Glaube wird gut rübergebracht und ich habe Freude dabei und ich treffe meine Freunde. Ich bin jetzt auch seit 10 Jahren in der Kinderkirche als Kind dabei gewesen und mir hat es immer Spaß gemacht. Und gerade in der Weihnachtszeit und an Ostern gibt es immer tolle Sachen, die man machen kann. Und es macht einfach Freude, sonntags dann hier zu sein. Überall, wo es Kinderkirche gibt, kann man dieses Logo sehen. Kirche mit Kindern. Vielleicht, Elli, kannst du was dazu sagen? Es gibt ganz unterschiedliche in Deutschland. Ja, jeder Landesverband oder jede Landeskirche hat für ihren Kindergottesdienst eine eigene Farbe. Und wir in Württemberg haben eine ganz moderne. Das gelbe Kreuz stimmt, nur das Schiff ist richtig lila. Also richtig tiefes Violett. Ihr könnt ja einfach mal selber gucken, wenn ihr in der Kinderkirche seid, was für ein Symbol ihr habt. Und was für Symbole und Materialien hast du uns denn noch mitgebracht? Mit was arbeitest du noch in der Kirche? Also natürlich mit Kinderbibeln. Es gibt ja viele tolle Kinderbibeln, die Geschichten enthalten, die für Kinder geeignet sind. Da gibt es welche für kleine Kinder und mit mehr Text für große. Und dann natürlich soll es anschaulich sein, das sind die biblischen Erzählfiguren. Habe ich euch jetzt mal aufgebaut. Das könnten jetzt zum Beispiel die Mütter sein mit ihren Kindern, die unbedingt zu Jesus wollen und sagen, Jesus, segne du unsere Kinder. Und dann habe ich versucht, hier die Jünger so hinzustellen, die sagen, halt, stopp, der Jesus braucht seine Ruhe. Und außerdem seid ihr viel zu klein. Oh. Und dann sagt Jesus? Das stimmt nicht. Die Kinder gehören zu mir. Die Kinder verstehen sehr wohl was vom Reich Gottes und von den Geschichten von Gott. Kommt alle her. Kennt ihr diese Figuren? Ja, die gibt es bei uns in der Kinderkirche, ich glaube auch. Gibt es die auch? Da kann man ganz tolle Geschichten mit erzählen. Was haben die denn für einen Namen? Speziellen Namen haben die, oder, die Figuren? Ja, also es gibt verschiedenes. Eine ist Egli, das hat die Doris Egli aus der Schweiz entwickelt. Aber das hier sind die biblischen Erzählfiguren. Aha. Aber im Grund sind die sehr ähnlich. Das geht nur um Rechte, da glaube ich. Verstehe. Und was habe ich hier vor mir stehen? Das ist hier so ein, so ein Holzrahmen, damit kann man auch Bibelgeschichten erzählen, richtig? Ja. Das kennt ihr vielleicht, das ist Kamishibai, das kommt aus Japan. Das ist, da kann man ja die, immer die jeweiligen Bilder reintun und die Kinder konzentrieren sich dann auf das Bild, das ist wie eine Art Fernseher. Und dann werden die Geschichten erzählt und wenn man möchte, kann man die Kinder dann auch Bilder malen lassen selber und kann dann das eigene Kamishibai-Theater machen. Das macht auch Spaß. Mit was arbeitest du am liebsten? Mit Erzählfiguren. Mit den Erzählfiguren, ja. Verstehe. Aber Kinder malen oft sehr gern, es ist nur nicht so meins. Ja. Aber ich finde es trotzdem gut. Und was bastelt ihr oft? Also basteln ist gar nicht mehr so angesagt, die Kinder spielen viel lieber. Also die haben oft gar keine so Lust und gar, ja, sind gar nicht mehr so geduldig, finde ich. Also die basteln, die spielen viel lieber. Ja, das stimmt. Aber wir testen jetzt mal eure Geduld. Du hast ja vorhin auch gesagt, du spielst am liebsten. Wir wollen nämlich eine Kinderkirchkerze basteln. Und vorhin hast du uns ja schon eine ganz tolle mitgebracht. Mhm. Und was wir Schönes machen, das seht ihr gleich. Vorher gibt es noch einen Benjamin. Das Beste an der Kinderkirche ist, dass wir Kinder ernst genommen werden. Wir können Fragen stellen und über uns und Gott reden wie die Großen. In unserem eigenen Gottesdienst. Über 200.000 Kindergottesdienste feiern evangelische Gemeinden jedes Jahr an Sonn- und Feiertagen in Deutschland. So, wie ihr seht, sind wir schon mitten im Basteln. Und zwar basteln wir eine Kinderkirchkerze. Dafür haben wir uns den Jonathan wieder eingeladen. Hallo Jonathan. Hallo. Was müssen wir dann da beachten? Also als erstes mal, dass ihr auf jeden Fall eine Kerze habt, auf der noch nichts drauf ist. Und ihr braucht natürlich auch ein paar Wachsplatten in ganz verschiedenen Farben. Und Jakob kann uns, glaube ich, ganz gut erklären, wie man denn anfangen könnte. Also man braucht so eine Wachsplatte. Mhm.
Und die muss man davor ein paar Stunden im Zimmer liegen gehabt haben, dass sie weich ist und dass man das auch so wellig machen kann, wie auf der Beispielkerze. Genau, weil die Wachsplatten sind irgendwie ganz schön fest am Anfang. Ja, ne? Am Anfang. Ja, und brauchen Zimmertemperatur, damit man damit gut arbeiten kann. Du machst hier gerade schon Sterne drauf, sehe ich. Ja, und man kann auch mit so einem Messer so Linien schneiden, dann kann man zum Beispiel das Meer darstellen oder so. Genau. Du machst das jetzt mit dem Cutter. Ich mache das zum Beispiel mit einer Schere, das geht eigentlich auch ganz okay. Okay. Also auf jeden Fall aufpassen, dass ihr euch nicht in die Finger schneidet. Und wenn man es auf die Kerze klebt, kann das zum Beispiel so aussehen. Aber ich habe ja nach den Sternen gefragt. Wie habt ihr die denn gemacht? Also man hat einfach so, Ausstecher und genau. Dann kann man einfach mit denen, wie bei den Ausstecher auch, da. Ihr könnt ja mal bei Mama und Papa in der Küche nachfragen, was die noch für Ausstecher von Weihnachten haben. Die kann man wunderbar verwenden, um so eine Kinderkirchkerze zu machen. Und was auch geht, du kämpfst ein bisschen damit, aber sag doch mal, was du eigentlich vorhattest. Also ich wollte mit dem Ausstanze so einen Engel oder so halt ausstechen. Und was ist das Problem dabei jetzt oder warum hat es nicht funktioniert bei dir? Weil das Wachs zu warm geworden ist und dann da drinnen. Genau, bei den Stanzern ist es, glaube ich, besser, wenn das Wachs noch ein bisschen kälter ist. Ihr könnt aber auch einfach ein Papier drumherum wickeln, zum Beispiel so. Wir schneiden das mal ab und dann können wir das mal ausprobieren, ob es besser funktioniert. Dann klebt nämlich das Wachs nicht so in dem Stanzer fest. So, wickeln wir es einfach mal hier drumherum. Sollen wir mal den Blumenstanzer nehmen? Nee? Den da? Also schieb mal rein. Oder ist er noch verklebt von vorhin? Nee, es funktioniert. So, einmal ausstanzen. Boah, das braucht ganz schön viel Kraft. Hm? Tja, da bin ich zu schwach. Ah, jetzt. Schau mal, und du machst hier schon ja, hat funktioniert. Jetzt Buchstaben, ne? Raus, ja, ich trage da Kinderkirche drauf. Alles klar. Also, wie ihr seht, das ist eine bisschen längere Aktion, es dauert ein bisschen, deswegen können wir euch noch nicht die fertigen Kerzen gleich präsentieren, aber vielleicht am Ende der Sendung. Und in der Zeit gibt es für euch unsere Bibelgeschichte mit Benjamin. Jesus wächst wie jedes normale Kind bei seinen Eltern Maria und Josef auf. Maria freut sich sehr über ihren Sohn. Schau, wie er spielt und rennt, ruft sie Josef zu. Warte es ab, sagt Josef. Bald wird er groß. Irgendwann ist es soweit. Jesus wird 12 Jahre alt. Das war damals ein sehr wichtiger Tag für einen Jungen, denn mit 12 ist man kein kleines Kind mehr. Jesus darf sogar mit aufs Passafest in Jerusalem. Auf dem Weg dorthin wird er immer aufgeregter. Alles ist so neu und spannend. Im Tempel herrscht Gewusel. Dort sind Betende, Bettler und sogar Schafe. Die Pilger kaufen Lämmer, um sie im Tempel zu opfern. Jesus hat Herzklopfen, als er den Tempel betritt. Es ist das Haus seines Vaters. Nach ein paar Tagen machen sich alle wieder auf den Heimweg. Da erschrecken Maria und Josef fürchterlich. Ihr Jesus ist nicht da. Hat er sich verlaufen? Oder ist er verunglückt? Maria denkt an das Schlimmste. Schnell, schnell, vielleicht ist er noch in Jerusalem, ruft Josef. Bestimmt hat er Angst alleine, sagt Maria. In Jerusalem suchen sie alle Straßen ab, aber sie können ihn nicht finden. Dann kommt ihnen eine Idee. Vielleicht ist er noch im Tempel. Und tatsächlich, dort ist er. Mitten unter den Priestern steckt er und redet angeregt mit ihnen. Ein kluger Junge, lobten ihn die Gelehrten. Zu seinen Eltern sagt Jesus, wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Maria und Josef sind sehr erleichtert, dass ihm nichts zugestoßen ist. Natürlich gibt es auch wieder einen Buchtipp für euch und zwar Für dich bin ich immer da. Da sind ganz viele Gebete für Kinder drin. Was ich daran besonders schön finde, ist, dass es ganz unterschiedliche Themen behandelt. Und zwar zum Beispiel Wut. Wenn man wütend ist, findet man hier Gebete. Oder zum Beispiel zum Thema Selbstbewusstsein, wenn man traurig ist, wenn man
Schmerzen hat, krank ist zum Beispiel oder schlechte Laune hat. Schlechte Laune hat man ja immer mal wieder. Da helfen auch Gebete. Jetzt gehen wir aber in die Küche zu Birgit. Da gibt es heute Wunschbrötchen. Was ich mir auf meinem Brötchen wünsche, das verrate ich euch nicht. Was wünscht ihr euch denn auf eurem Brötchen? Aber diesmal geht es tatsächlich um Wünsche im Brötchen. Herzlich willkommen bei Hallo Benjamins Kochecke. Heute bin ich wieder zusammen mit Lorraine. Und Birgit. Ja. Ja, was wollen wir heute machen, Lorraine? Von Benjamin die Wunschbrötchen. Okay, und wie Wunschbrötchen, wie stellen wir uns das vor? Erzähl's mal unseren Zuschauern. Also unter Wunschbrötchen stellen wir uns halt vor, dass da etwas drin ist. Das sind einfach Streifen mit Wünsche drauf. Du kannst es mal gerade vorlesen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Okay, ich habe hier noch einen Wunsch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also ihr könnt Wünsche machen, wie ihr wollt, ja, und einfach in Streifen schneiden und wie es danach weitergeht, erzählen wir euch nachher. Dazu brauchen wir aber erstmal den Brotteig oder den Brötchenteig und den wollen wir jetzt miteinander machen. Und zwar brauchen wir dazu mal 400 Gramm Mehl, dann brauchen wir Hefe, die kannst du schon mal holen. Ja. Die darfst du einfach mal in die Hand nehmen. Mache ich dir jetzt hier in das Mehl eine Mulde und da bröselst du die Hefe einfach mal rein. Ganz locker. Genau, noch ein bisschen kleiner, wenn es geht. Ja. Das macht nichts aus. Alles gut. So. Prima. Lauwarmes Wasser braucht ihr jetzt noch dazu. Und dann geht er einfach mit dem Löffelstiel. Ich gebe jetzt ein bisschen drüber, gerade in die Mitte, nicht außen drüber. Da fällt jetzt ein bisschen Mehl mit rein. Das wird leicht verrührt. Und das lassen wir jetzt einfach eine Viertelstunde stehen, machen ein Tuch drüber. Und dann ist der Vorteig schon perfekt. So, da wir nicht eine Viertelstunde mit euch warten möchten, haben wir schon einen Teig vorbereitet. Haben das alles, den Vorteig dann mit dem Mehl vermischt, noch mit etwas Salz und mit einem Viertel Liter Wasser, also den Rest von diesem Glas dazu, haben wir so einen tollen Teig gemacht. Und der sieht jetzt super aus, der hat jetzt etwa eine Stunde geruht an einem warmen Ort. Und jetzt dürfen wir Brötchen formen, dazu nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen, guck mal, das ist toll, die Luft geht raus. Also sowas, was über deine Finger so geht, nehmen wir da raus. Genau, ich helfe dir dabei. So, ich habe schon mal den Zettel, den Wunschzettel, habe ich schon mal gerollt einfach und den geben wir jetzt in die Mitte rein. So, und jetzt formen wir einfach ein schönes Brötchen drumherum und legen es nachher auf unser Backblech. Wenn der Teig noch etwas klebt, dann machen wir einfach ein klein wenig Mehl noch rein, ein bisschen auf der Seite. Auf der anderen Seite ist es gut, wenn er klebt, weil dann ist das Zettelchen richtig gut drin. So, und so sieht unser Brötchen aus. Das, was da unter Verschluss ist, das legt man nach unten und schon kommt es aufs Blech. Ja, und so kommen die Wunschbrötchen zustande. Wir backen die nachher noch im Backofen bei etwa 180 bis 200 Grad, so 20, 25 Minuten. Und dann können wir die unseren Gästen hinlegen. Ja. Ja. Wir machen weiter und sagen tschüss, viel Spaß. Ciao. Ciao. So, wir haben ja vorhin schon gehört, spielen ist eigentlich das, was die Kinder am liebsten in der Kinderkirche machen. Deswegen fangen wir mal mit einem Spiel an. Jonathan, was spielen wir heute? Wir spielen Wer bin ich oder Was bin ich? Und dazu haben wir einen Hut hier. Elli, du darfst den schon mal aufziehen, weil du unser Gast bist. Oh. Und dann kann ich am besten erklären, wie es funktioniert. Wir haben nämlich, steht dir gut, finde ich. Vielen Dank. Wir haben nämlich verschiedene Personen aus der Bibelgeschichte von vorher. Und wir wollen jetzt mal rausfinden, welche Person, nein, die Elli muss rausfinden, welche Person sie ist und darf aber nur Fragen stellen. Die mit Nein und Ja beantworten. Richtig. Und ich klebe jetzt mal hier vorne ihre erste Person hin. So. Könnt ihr es alle lesen? Nein, noch nicht. Noch nicht? Ja. Jetzt? Ja. Okay.
Also, bin ich ein Mann? Ja. Ja. Bin ich eher älter? Das ist schwierig zu sagen. Also, es gibt so eine Geschichte im November und da ist so ein Mann, der teilt. Ach, der heilige St. Martin. Du bist jetzt nicht der St. Martin. Ach so, ich bin nicht der St. Martin, mhm. Der Jesus. Wer kommt denn da vor bei St. Martin noch in der Geschichte? Bettler. Ja! Ja. Richtig. Oh je, das hat lange gedauert. Das war ein schwieriges Wort. Noch was Lustiges zum Abschluss. Ja, das ist aber... Dann frag mal los, Jakob. Bin ich männlich? Nein. Vielleicht, wissen wir nicht. Bin ich ein Tier? Ja. 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 Du bist ja schlau. Bin ich gefährlich? Nein. Jakob wäre gern gefährlich. Bin ich der Esel? Nein. Der Esel kann ja austreten nach hinten. Dann ist er vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber der Esel war da auch dabei. Das stimmt. Das kommt ja auch in vielen Geschichten vor. Und ich gebe es ganz oft, ganz oft. Auch an Weihnachten zum Beispiel. Und meistens bist du nicht alleine. Also in der Herde. Jesus? Nee, du bist doch ein Tier. Oh. Die Hanna hat gerade einen Tipp gesagt, oder? Also du bist in der Herde. Also du lebst in der Herde. In einer Herde. Ein Schaf? Ja, sehr, sehr gut. Ja, das war jetzt natürlich ganz schön schwierig, weil ihr die Bibelgeschichte jetzt noch nicht gehört habt. Ihr zu Hause habt sie ja gesehen und da war das vielleicht ein bisschen einfacher. Also vielleicht erst die Bibelgeschichte nochmal angucken und dann die Personen oder Tiere daraus nehmen. Elli, was spielt ihr denn gerne in der Kinderkirche? Also die Jüngeren spielen gerne Verstecke. Okay. Verstecke in der Kirche. Das machen die zum Teil jeden Sonntag, wenn noch Zeit ist. Und die Älteren, die spielen gern Tabu. Oder auch Brettspiele. Ja. Ja. Schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass wir auch dich besuchen durften. Das war ganz toll. Dankeschön. Ja, und wir fanden es auch spannend. Schön war es bei euch. Bis bald, Elli. Tschüss, danke. Tschüss. Tschüss. Meine heutige Frage an euch zu Hause ist, wo war Jesus abgeblieben, als seine Eltern ihn nicht finden konnten? Schreibt mir schnell und ihr könnt wie immer tolle Bücher und DVDs gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bevor wir jetzt mit unseren Wunschbrötchen hier vorne loslegen, wollten wir euch noch unsere Kerzen zeigen, die wir fertig gemacht haben. Die sind echt schön geworden. Der Ganz Jakob genau. hat zum Beispiel Kinderkirche auch draufgeschrieben. Also, ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Normalerweise greifen wir noch nicht zum Essen und beten erst, aber hier stehen jetzt Wünsche und Sprüche drin, die müssen wir erstmal raus, wie soll ich sagen? Ja, knacken sozusagen. Knacken. Genau. Also hier vorne, nehmt euch mal ein Brötchen. Eins nehmen. Genau, ich nehme mir das. Und wenn wir das jetzt aufbrechen, dann ist die Überraschung innen drin. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich habe es noch nicht entdeckt. Ich auch noch nicht. Nee? Ah doch, da ist was. Guck. Dann kannst du ja schon mal anfangen zu lesen. Ja, ich habe auch was. Oh ja, dann gucken wir mal. Also. Jetzt ist eins ohne. Bei mir steht, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ein Bibelvers. Okay, wer möchte als nächstes? Du bist schon fertig. Ich muss noch es abessen. Gott ist die Liebe und wer ihn in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, 16. Lilly, kannst du auch schon? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, 11. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. 1. Johannes 3,1. Ich habe der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mensch, das passt ja. Uns mangelt hier ja auch an nichts. Wir haben sogar Marmelade und Butter und Frischkäse zu unseren Brötchen. Okay, jetzt könnt ihr loslegen. Guten Appetit. Und euch sagen wir noch Tschüss zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.
guten Appetit. Wir nehmen noch Marmelade.